Wie kühlt man jetzt einen 2400G in einem 2-Liter PC? Ja, das Ganze fast unter 2 Liter. Moin Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV. Und ja, ihr wartet schon enorm lange drauf, und zwar auf die Ergebnisse vom ASRock Desk Mini A300. Endlich AM4-Support und Ryzen. Ich werde in dem heutigen Video drei Kühler euch vorstellen, testen und eben mit dem 2400G betreiben und schauen. So I've come to the conclusion. Und damit explizit die Ryzen APUs der 2400G und 2200G, eigentlich meine absoluten Lieblingschips des letzten Jahres, einfach weil sie das, was die Ryzen-Generation verkörpert hat, genau auf den Punkt gebracht haben. Ja? Diese Chips haben so vielen Leuten in der Zeit, als die Grafikkarten überteuert waren und die gesamten Kryptowährungen die Preise für GPUs einfach so stark beeinflusst haben. Und diese APUs haben einfach so vielen Leuten an der Stelle geholfen gehabt, ein PC-System aufzubauen, um die Zeit zu überbrücken, bis dann endlich die Grafikkartenpreise wieder vernünftige Werte angenommen haben. Und dafür möchte ich AMD an der Stelle einfach danken, dass sie diese APUs rausgebracht haben und auch Intel dazu gebracht haben, endlich darüber nachzudenken, was man mit der integrierten Grafik einer CPU machen kann. Die 11. Generation der iGPU von Intel wurde bereits angekündigt und es wird bald endlich neue iGPUs in den Intel-CPUs geben. Aber bis dahin, ja, haben wir hier eben den 2400G, den wir in das Desk Mini A300 verbauen werden. Ja, das ist ein Vierkerner mit 8 Threads und ja, wirklich enorm guter Leistung. Wenn euch die Performance von dieser CPU interessiert, also wie viel FPS man zum Beispiel in Spielen rausbekommt, was für eine Rechenleistung hinter diesem Chip steckt, ja, dann schaut euch meinen Content dazu an. Ich habe bereits letztes Jahr das Ganze ausführlich getestet, euch gezeigt, wie man die CPU köpft und mit Flüssigmetall ausstattet und entsprechend auch ein bisschen übertaktet. Das, was natürlich die meisten interessiert, die sich mit dem A300 beschäftigen. Ja? Ihr wisst schon, was für eine Performance das System hat. Ihr wisst, wie sich das Ganze zusammensetzt. Aber wie kühlt man jetzt einen 2400G in einem 2-Liter PC? Ja? Das Ganze fast unter 2 Liter und ist damit enorm kompakt. Entsprechend haben wir dort nicht so viele Möglichkeiten, eben einen Kühler einzubauen. Und ich werde in dem heutigen Video drei Kühler euch vorstellen, testen und eben mit dem 2400G betreiben und werde entsprechend schauen, wie die Lautstärke sich verhält. Also wir haben hier das Schallpegelmessgerät, um eine dB-Anzahl auszulesen. Und ja, im Test sind einmal hier der standardmäßige Kühler. Seit der A300-Variante, also seit diesem Modell, kommt das Teil eben mit so einem kleinen Boxkühler. Denn der Standard-Boxkühler von AMD passt ab Werk nicht in dieses System rein. 46 mm ist unser Limit. Dementsprechend hat ASRock hier an der Stelle vorgesorgt und eben einen kleinen Standardkühler hier mitgeliefert. Wie bereits gesagt, das Teil werden wir testen. Das Teil ist echt enorm klein und eignet sich vielleicht für die ein oder andere AMD-APU, aber der 2400G ist doch relativ leistungsstark und braucht dementsprechend wahrscheinlich etwas mehr Kühlung. Ich habe bereits gelesen gehabt, dass man ihn damit betreiben kann. Ja, Betonung liegt auf kann und nicht auf sollte. und dementsprechend, ja, kommt ja der 2400G hier mit dem Boxkühler. Mit dem Rafe Stealth, ja, so heißt der Kühler, der Boxkühler von AMD. Das Ding ist wirklich top. Ja, ich habe damit bereits den ein oder anderen Overclock sogar anwenden können. Also das Ding ist natürlich auch nicht massiv. Das Heatsink als solches ist wirklich kaum größer als das von dem Desk Mini Kühler. Aber der Lüfter hier an der Stelle ist wirklich sehr, sehr groß. Also wir haben hier ein ordentliches Teil. Und das Einzige, was uns hier im Weg sein wird, ist, dass das Ding hier nicht 46 mm groß ist, sondern ein paar Zentimeter drüber. Aber es gibt hier diese Verkleidung. Ja? Dieses Plastikcover, wo das AMD-Logo drauf ist. Und das kann man hier abnehmen. Das ist nur ganz leicht hier am Rand, glaube ich, verklebt und ansonsten nur draufgesteckt. Und wenn man das Ding hier abnimmt, ja, haben mich auch die ein oder anderen Abonnenten darauf aufmerksam gemacht, wenn man das Ding abnimmt, kann man das Ganze im A300 eben montieren. Wir haben hier lediglich zwei Schräubchen hier hinter dieser Kappe von dem AMD-Logo. Da befinden sich zwei Schrauben und dann dürfte sich das Ganze demontieren lassen. Und den hier werden wir auf jeden Fall auch auf die Probe stellen, denn ihr bekommt ihn gratis mit der CPU mitgeliefert. Dementsprechend sollte man das Ding auf jeden Fall einmal testen.
um zu überprüfen, ob hier die Temperaturen entsprechend im Rahmen liegen. Wenn ihr euch das A300 hier zulegt mit einem 2400 oder 2200G, dann bekommt ihr diese beiden Kühler eh gratis im Lieferumfang mit. Ja, der Rafe Stealth ist eben im Lieferumfang vom 2400G und der kleine Boxkühler hier ist eben beim A300 auch im Lieferumfang enthalten. Dementsprechend, ja, ist es interessant zu sehen, welchen von beiden man verwenden sollte. Klar, das Ding wird wahrscheinlich gewinnen. Der Lüfter ist größer, das Heatsink ist größer. Dementsprechend, ja, können wir uns ungefähr denken, in welche Richtung es gehen wird. Aber vielleicht lässt sich noch ein bisschen mehr aus dem System rausholen. Deswegen habe ich hier den Noctua NHL9A, also den NHL9A, und zwar in der AM4-Variante, also AM4-Support, Ryzen-Support, ist eben ein 37 mm Kühlkörper, damit ja fast einen Zentimeter kleiner als das, was vorgegeben ist. Alleine das Gewicht des Kühlkörpers ist schon schwerer als diese gesamte Box hier. Dementsprechend ist der Kühlkörper hier komplett aus Kupfer gefertigt und eben mit Nickel beschichtet. Hat wirklich ja, eine enorme Leistung. Das Ganze ist eben hier für AMD und Ryzen angepasst worden. Ist ein bisschen größer in die Länge gezogen als die Intel-Variante. Kostet auch an der Stelle, ich glaube, 5 Euro mehr als die 9i-Variante. Also die 9a-Variante ist eben ein bisschen massiver und bringt dementsprechend auch ein bisschen mehr Kühlleistung mit sich. Ja, wie bereits gesagt, das Ding kommt in das System rein, so oder so, aber ich würde einfach gerne wissen wollen, welcher von den drei Kühlern sozusagen welche Leistung mit sich bringt. Und wenn man hier jetzt so seine 30 bis 40 Euro für diesen Noctua-Kühler und wenn man jetzt 30 bis 40 Euro in so einen Noctua-Kühler investiert, was bekommt man da tatsächlich an Leistung, an Mehrleistung und inwieweit unterscheidet sich das Ganze natürlich von der Lautstärke. Das wollen wir alles heute herausfinden. Standardmäßig werde ich jedes Setup so um die 15 Minuten Zeit geben, um erstmal Idle-Temperaturen zu erreichen. Also erstmal sozusagen die Grundtemperatur des Systems zu ermitteln. Und dementsprechend werde ich dann 5-mal Cinebench, also R15, durchlaufen lassen, ohne Pause, direkt hintereinander durchgeballert, um eben so eine Peak-Performance zu ermitteln. Dann anschließend direkt, ebenfalls ohne Pause, eben einen Intel-Burn-Test durchführen. Und die daraus resultierenden Ergebnisse werden wir uns dann gleich zusammen anschauen. Wie bereits gesagt, ich werde das Ganze jetzt erstmal zusammenbauen. Dementsprechend werde ich wohl anfangen mit dem kleinsten von allem, also dem, der im ASRock Desk Mini Lieferumfang enthalten ist. Das Ding hier wird jetzt auf jeden Fall auf die Probe gestellt. Was so ein kleiner Kühlkörper hier mit einem 2400G anstellen kann, werden wir an der Stelle sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, vor allem wie laut hier so ein kleiner Lüfter hier sein wird. Dementsprechend, ja, viel Spaß dabei. Wir haben jetzt die erste Runde hier durchlaufen, 5-mal Cinebench und sind bei 775 CB gelandet. Das war jetzt eigentlich der Durchschnittswert von allen 5 Durchläufen. Dementsprechend wirklich sehr zufriedenstellende Ergebnisse. Und auch die Temperaturen hier eingestiegen mit Idle-Werten von 31 Grad Celsius und inzwischen jetzt ja, Tendenz wieder fallend auf 41 Grad. Die RPM könnte ich hier an der Stelle auslesen. Ja? Minimalwert eingestiegen mit 2351 bis 3534. Das ist halt ein enorm kleiner Lüfter, entsprechend dreht sich das Teil enorm schnell. Die Temperaturen gingen hier tatsächlich bis 81 Grad Celsius, aber dann ja, ging der Wert nicht weiter hoch. Dementsprechend hier zwischen 31 und 81 Grad Celsius mit dem kleinsten Lüfter, der hier tatsächlich von ASRock mitgeliefert wird, könnt ihr offensichtlich auch einen Ryzen 2400G kühl halten. Conclusion, I'm just one man among them.
Mal schauen, ob sich das jetzt hier so leicht lösen lässt. Tatsache, es ist nicht verklebt. Ist einfach nur draufgeklebt. Warst du das schon? Tatsache. Ja, also offensichtlich ist dort auch kein Kleber mehr zwischen. Und das Ganze lässt sich hier nur mit einer Drehung und dann abziehen. Ja. Und schon hat der Rafe Stealth die richtige Höhe, ja, die 46 mm, um im Desk Mini verbaut zu werden. Einfacher als gedacht. Da haben sich manche in Foren deutlich schwerer getan, was das angeht. Also bin ich positiv überrascht worden. This world, I love them, sure they'll do. So, und damit dürfte sich für jeden eigentlich die Frage geklärt haben. Der Rafe Stealth passt hier ohne Probleme rein, ja, in das Desk Mini. Hat genau dieselbe Höhe. Also die Kappe hier wäre an der Stelle zu hoch gewesen. Aber ohne der Kappe optimal. Also hier lässt sich wirklich nichts dran aussetzen. Das sieht aus, als ob es ja, wie dafür gemacht worden wäre. Ich weiß nicht genau, was das Problem von ASRock war, als dass sie den Kühler neu designen mussten. Also das waren zwei Schrauben und eine Drehung, ja, und dann passt das Ganze. Ja, der Lüfter würde hier an der Stelle auf jeden Fall einen deutlich besseren Job machen, als der Stock, den ASRock eben mitliefert. So, hier haben wir jetzt die Ergebnisse. Auch hier sind wir bei 86 Grad Celsius im Maximum sozusagen bei rausgekommen. So, Freunde, und auch hier haben wir jetzt selbes Ergebnis, ja, sogar, ich glaube, ein Grad mehr als beim ersten Run mit dem Rafe Stealth und können damit bestätigen, dass die Temperaturen hier etwas höher ausfallen, aber wie bereits gesagt, es ist dieselbe Metallmenge eigentlich, also des Heatsinks und lediglich die RPM, also die Umdrehungszahl, die Lautstärke hier mit dem Rafe Stealth ist an der Stelle eben deutlich leiser, ja, knapp 1000 RPM leiser als mit dem von ASRock. Dementsprechend ist das System leiser, aber auch an der Stelle hier ein gutes Stück wärmer. Was man anmerken kann, der Lüfter hat ein ähnliches Geräuschverhalten, das heißt im Low RPM Bereich, das heißt in der geringen Drehzahl hat er so ein leicht scharrendes Geräusch, ja, dieses Motorgeräusch, wenn ihr wisst, was ich meine, ja, so ein leichtes Brummen gibt das Ganze von sich, genauso wie die ASRock Lösung auch, aber hier deutlich angenehmer und nicht so laut. Ja, das ist die Peak Lautstärke 2561. Und auch die Lautstärke ist tatsächlich im Load bei 100% Auslastung tatsächlich gleich hoch wie die ASRock-Lösung. Also größer heißt an der Stelle tatsächlich nicht immer besser. Dementsprechend haben wir das hier schon mal festgehalten. Sehr, sehr interessantes Ergebnis. Also das hätte ich wirklich nicht erwartet. Hier nochmal die beiden Kühler im Vergleich. Ja, die Höhe ist wirklich identisch. Und ja, also der eine ist halt rund, der andere eckig und die Lüfter sind auch unterschiedlich groß. Also es wundert mich wirklich sehr stark, dass die hohe RPM, dass der hohe Luftdurchsatz hier von dem kleinen ASRock-Kühler hier an der Stelle so eine gute Performance abgeliefert hat gegenüber dem von AMD. Also wie bereits gesagt, wenn ihr den Kühler hier habt, dann verwendet ihn gegenüber dem Rafe Stealth. Also hätte ich nicht gedacht. Also das teile ich hier an der Stelle trotz kleinerem Lüfter. Macht an der Stelle mehr Sinn. Also ist halt
etwas lauter. So Leute, ich habe jetzt ein bisschen Zeit mit dem ASRock Desk Mini A300 verbracht. Ja, das System ist wirklich erstklassig. Hier mit dem Ryzen 2400G wirklich eine Hammer-Kombination, die ASRock auf die Beine gestellt hat. Das Konzept gefällt mir unwahrscheinlich gut und auch die Plattform als solche. Ja, vom Mainboard, die Backplate, die eben für den AM4-Sockel ab Werk montiert ist, ist einfach perfekt für den STX-Sockel geeignet, denn entsprechend hat das Ganze einfach selbst mit dem Boxkühler eben sehr, sehr viel Rückhalt, sehr viel Stabilität und die PCB ist und bleibt an einer Stelle. Ja, das Ganze verbiegt sich nicht und hat einfach die Fehler, die beim 310 und 110 eben ja ganz normal dazugehörten, einfach komplett ausgemerzt. Erst recht hier mit dem 2400G und der sehr performanten APU lässt sich das Ganze eben auch als mehr als einen ganz normalen Multimedia-PC oder Office-PC verwenden. Eben zum Gamen, zum Zocken ist das Ganze natürlich auch ohne Probleme zu gebrauchen. 720p und 1080p sind so der Bereich, in dem ihr euch bewegen werdet. Und für einen PC, der um die 500€ kostet, so eine gute Leistung zu bekommen, in Anbetracht der Tatsache, dass das Ganze hier wirklich, wenn man jetzt ohne Noctua-Kühler sozusagen das Ganze ausstattet und vielleicht sogar ein paar Euro bei einer normalen SATA-SSD anstelle von der M.2, die wir jetzt in dem System verwendet haben, ja, kann man auch noch ein paar Euro sparen, dann ist man da bei 450€ plus minus, ja. Je nachdem, wie ihr das Ganze natürlich konfiguriert, auch beim Arbeitsspeicher, haben wir jetzt das bestmögliche 16 GB Kit eben ausgewählt. Entsprechend läuft das Ganze auch wunderbar, keine Frage. Die APU als solche lässt sich natürlich übertakten, das heißt, die Grafikperformance könnt ihr bei Bedarf natürlich ein bisschen nach oben treiben, aber der Anwendungsbereich, für den dieses A300 gedacht ist, ist einfach nicht in dem Gaming-Bereich als solchen, sondern wir brauchten einen günstigen PC, der in der Lage ist, zwei 4K-Panel, also zwei 4K-Monitore, eben zu betreiben, zum Programmieren. Wie bereits gesagt, ich konnte leider heute für euch nicht den Noctua-Kühler testen. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich hätte das Ganze unglaublich gerne so für mein Fazit mit in die Testreihe mit eingebunden. Aber wie bereits gesagt, der Standard ASRock-Kühler, der dort eben mit im Lieferumfang enthalten ist, kühlt wirklich ausgesprochen gut für den Formfaktor. Ja, übertrieben, ja. Aber das Ganze ist eben etwas kleiner als diese 46 mm, die eben möglich sind. Und dementsprechend finde ich das beeindruckend, dass dieses Ding hier alleine von der Leistung, ja, den Wraith Stealth eben so gut schlägt. Ja. Da waren teilweise 5 bis 6 Grad dazwischen. Natürlich im Load, ja, denn das Teil hat halt knapp 1000 RPM beim Lüfter mehr, die das Ding halt raushauen kann, ist entsprechend natürlich sehr, sehr laut. Ja, also das Ding hört sich an wie eine Jet Engine, wenn das Ding im Load läuft. Und der Wraith, ja, der Wraith Stealth ist jetzt auch nicht leise, keine Frage, aber bei Weitem nicht so penetrant von der Tonlage von dem Lüfter. Ja, einfach weil das Ding größere Rotorblätter hat. Man muss auch an der Stelle sagen, dadurch, dass der Wraith Stealth hier an der Stelle wirklich bis zum Millimeter genau hier aufliegt. Ja. Das Ganze passt einfach perfekt, wenn man diese Abdeckung demontiert. Dann bringt das noch zusätzlich in das System ein bisschen Stabilität rein. Und wie bereits gesagt, es ist einfach leiser, kann man nicht anders sagen. Und dementsprechend würde ich den Stealth an der Stelle dem hier vorziehen. Einfach weil das Konzept so sehr, sehr stimmig ist. Es passt einfach. Und zwar unglaublich gut. Ja, aber nichtsdestotrotz hoffe ich an der Stelle, dass meine gesamte Testreihe, ja, mein kleiner Bildlog zum ASRock A300 euch gefallen hat, euch ein paar Einblicke gegeben hat und ja, wie bereits gesagt, die Benchmarks rund um den 2400G habe ich bereits letztes Jahr gemacht. Ja, da braucht ihr jetzt hier an der Stelle nichts Neues erwarten. Das Ganze ist und bleibt dieselbe Performance und die CPU lässt sich an der Stelle nicht übertakten. Ja, ihr könnt lediglich den Arbeitsspeicher vom Takt anheben und eben eure APU als solche und seid deswegen hier mit einem 2400G an der Stelle am besten aufgestellt. Ja, 65 Watt TDP sozusagen am Limit. Mit den 3,9 GHz, die das Ding im Boost auffährt, liegt man wirklich in einem sehr, sehr guten Bereich bei 8 Threads. Ja. Also 785 CB hat das Ganze beim Cinebench R15 erzielt. Und das ist in meinen Augen wirklich ein schönes Ergebnis für wirklich den Preis, den das Ganze hier gekostet hat, kann man sich nicht beschweren. Und was natürlich elementar ist, ist die Tatsache, dass das A300 mit den neuen Ryzen 3000er Chips eben kompatibel sein wird. Das heißt, auch 7 Nanometer wird möglich sein.
Man spekuliert gerade so ein bisschen, dass eben der 3200G und 3400G sozusagen die direkten Nachfolger von den jetzigen APUs eben noch nicht 7 Nanometer spendiert bekommen sollen. Und das ist in meinen Augen so, okay, lohnt sich dann überhaupt der Umstieg? Wenn es tatsächlich nur ein etwas höherer Takt sein sollte und vielleicht eine etwas bessere APU, dann bin ich der Meinung, nein, lohnt sich der Umstieg nicht. Wenn wir 6 Kerne sehen werden und 12 Threads, ja, das heißt 2 ganze Kerne und 4 Threads mehr als der 2400G, dann bin ich der Meinung, ja, das wird Hammer. Vielleicht kommt es aber erst dazu 2020, wenn dann eben ja, sozusagen die Zen 2 Plus, ja, Generation rauskommt, sozusagen die 4000er Serie, die dann entsprechend immer noch 7 Nanometer sein wird, aber eben in dem verbesserten Fertigungsprozess. Und dann sollen auch eben die APUs entsprechend auf das 7 Nanometer Level angehoben werden. Ja, entsprechend erwarte ich jetzt nicht, so wie anfangs vermutet, einen 3300G und 3600G, der dann entsprechend mit 6 bis 8 Kernen daherkommen soll und zu dem Preis. Ja, das war mein Traum. Ja, das war das, was ich gehofft habe, dass das schon dieses Jahr passiert. Aber für den Kollegen, für den dieses System gedacht ist, ist das eigentlich nur vom Vorteil. Ja, denn er ist jetzt auf einer Plattform, ja, die sehr sicher ist und dann entsprechend in einem Jahr ja, ein vernünftiges Update liefern wird. Das waren jetzt so meine Worte. Wie bereits gesagt, die Combo ist überragend und die zwei Kühler im Einsatz habt ihr gesehen. Mein Fazit dazu auch und entsprechend, ja, war es das soweit. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV und bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen als Gaming Fitness. That's you see on GAX TV.